und herzlich willkommen im Keller. Ich dachte, ich nehme zum Anlass dieses Weihnachtsfeiers-Spezials. Jetzt erwartet bloß nichts Großes, Krasses. Ne? Es ist einfach nur ein bisschen rumgeblödelt zum 24. wie die letzten zwei Jahre auch. Also nicht kein sinnvoller Content enthalten. Aber ja, zum Start dachte ich mir, es sei noch eine tolle Idee, das Video mal aus dem Keller anzufangen. Das hier ist tatsächlich unser neuer Keller. Ja, wie man sieht, hier mit Kellerbeleuchtung, mit typischem Kellerinhalt, nämlich Blumenerde von Frau und Kästen, wo sie dann gegebenenfalls noch was reinpflanzt nächstes Jahr. Und ja, das ist unser Keller. So, und die Besonderheit im Gegensatz zu anderen kleinen Kellerabstellräumchen ist, dass wir hier ein Fenster haben. Ja, und die andere Besonderheit, und da bin ich jetzt sehr, sehr fasziniert, euch das zeigen zu können, und ich werde diesen Keller auch noch zu meinem persönlichen Lesezimmer, zumindest für die wärmeren Monate, weil Heizung gibt es hier natürlich nicht, umfunktionieren. Aber Fenster ist noch etwas trüb, aber man kann es vielleicht schon erahnen. Es gibt Aussicht. Ja, wer hat schon einen Keller mit Aussicht? Das hat nun wirklich nicht jeder. Zack. Oh. Ja, Fenster aufmachen. Gehört nicht zu meinen Fähigkeiten. Tada! Geil, ne? Ja, also da muss man schon, das hat nicht jeder. Ja, wir haben einen Fluss unter unserem Keller. Der hat gerade ziemlich viel Wasser aufgrund reichlich Bewässerung natürlich, beziehungsweise reichlich Niederschlag die letzten Tage, aber ja. Und wir haben übrigens noch eine alte Fabrik, aber keine Sorge, die ist am Zerfallen. Das ist quasi ein Lost Place, wenn man so möchte. Daher, ja, hat das jetzt nichts, keine große Bewandtnis, ne? Aber das ist mal ein Kennerfenster, ne? Ja, und mein Plan wäre eben hier ein kleines Lesezimmerchen einzurichten. Das muss ja nichts besonders pompöses sein, aber einfach bei dieser Geräuschkulisse auch vom rauschenden Fluss. Apropos, unsere neue Bude. Ich dachte mir heute Morgen, als ich aufgewacht bin, boah, ist das laut hier. Da sind wir ja voll an den lauten Ort gezogen. Beim Besichtigen war alles leise und die letzten Tage war auch alles leise. Und jetzt ist es auf einmal so laut. Die Heizung rauscht ja furchtbar. Nee, nicht Heizung. Fluss. Und als ich dann realisiert habe, dass das eben nicht eine Heizung, sondern der Fluss ist, war auch wieder alles in Ordnung, dann ist es ja ein positives Rauschen. Aber tatsächlich klingt das durch die recht gut schallisolierten Fenster, die wir haben, in der Wohnung natürlich, klingt das so ein bisschen, als sei es die Heizung, die gluckert. Ja, zumal die Heizung, Heizkörper logischerweise vor den Fenstern sind und durch die Fenster logischerweise der Schall vom Fluss kommt. Ne? Also, so viel zur dämlichen Einführung in meinen heutigen, mein heutiges Weihnachtsfeierchen. Und damit gehen wir jetzt mal irgendwo hin, wo es Natur gibt. Also ich meine nicht, dass die hier nicht wäre. Ne? Ossa! Und da ich gerade am Angeben bin, wollte ich noch schnell darauf hinweisen, wir haben nicht nur einen Keller, wo der Fluss drunter durchfließt, wir haben auch unseren privaten Strand sozusagen. Moment, ich gehe mal noch ein Stück weiter weg. Tada! Unser privater Strand, ja, und da wird mich im Sommer wenig davon abhalten können, da auch mal eine Runde schwimmen zu gehen. Ja, Fluss ist genug da, ist im Sommer natürlich deutlich weniger, gibt aber einige tiefe Stellen, wo das dann funktionieren sollte. Und wir sind jetzt auch deutlich näher dran an der Geräuschquelle, die ich eben für die Heizung gehalten habe. Asche auf mein weihnachtsmützenbedecktes Haupt natürlich. Großer, großer Fehler. Nochmal, die Fabrik, da tut nichts. Die steht seit Jahrzehnten still und verfällt langsam vor sich hin. Ich persönlich finde das durchaus ästhetisch ansprechend. Mir gefällt einfach die Idee, dass selbst große Industrieanlagen offensichtlich nicht ewig vorhanden sind und irgendwann dann halt auch ein Opfer der Zeit werden. Und da kann man mir verschiedene Ansichten zu haben. Ich finde das irgendwie beruhigend, ja, weil das war eine außerordentlich große Fabrik und dass sie jetzt Opfer der Zeit wird,
wir können es nicht kaputt machen. Wir können es nur eine Zeit lang in einen komischen Zustand versetzen, aber irgendwann regeneriert sich's wieder. Und das ist so das, woran ich immer denken muss, wenn ich eben diese Anlage hier sehe, weshalb ich die überhaupt nicht als störend, sondern eher als bereichernd empfinde. Und ja, man könnte meinen, was hast du denn da eine Industrieruine vor der Tür? Das ist ja furchtbar. Ja, aber mich stört es wirklich überhaupt nicht. Ja? Wenn das Ding laufen würde, dann wäre es furchtbar. Ja? Das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber in dem Zustand, So, und damit gehen wir dann zu unserer Weihnachtsfeier-Location. Das war ja nur so zweiter kleiner Einblick in wir sind umgezogen. Und die Besonderheiten, ne? Zum Angeben. Das bezahlt man damit, dass man hier am Arsch der Welt wohnt. Ja, das kann nicht jeder. Ich muss ja selten mal wohin. Also dringend wohin und nicht regelmäßig wohin. Deshalb sind ein paar Kilometer längere Anfahrtswege, wenn ich ohnehin lange Fahrten mache, um irgendwo eine Führung zu machen oder was, das macht die Sau dann auch nicht mehr fett. Und wenn man aber einen regelmäßigen Arbeitsweg hat, dann kann man hier eigentlich nicht wirklich sein, weil der Arbeitsweg sich dann ins Unermessliche steigert. Ja, aber für mich funktioniert es, beziehungsweise für uns natürlich. Ne? So, heute ist ein kleines bisschen zum Zwergmausmelken. Also nichts klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Plan Nummer 1 wäre gewesen, unter die nächste Brücke hocken und so tun, als sei ich unter die Brücke gezogen. Ja, geschmackloser Witz. Umzug fehlgeschlagen, wohne jetzt unter Brücke. Leider alle unter der Brücke besetzt. Es ist also wirklich kein Glück heute. Ja, weil dadurch, dass der Fluss so Hochwasser hat, sind die Kanufahrer unterwegs. Keine Ahnung, ob Kajak, Kanadier, was weiß ich, Wildwasser, Kajak, irgend sowas. Jedenfalls, die sind immer dann unterwegs, wenn wir schön groß Hochwasser haben. Und das ist also auch heute der Fall. So. Dann wollte ich aufs Aquädukt sitzen. Wir haben ein Aquädukt, also ein großes, auch relativ alt, 100 paar Jährchen drauf. Wäre auch mit schöner Aussicht, aber das Ding muss renoviert werden und das findet tatsächlich auch noch am 23.12. statt. Habe ich einen gewissen Respekt vor dieser Arbeitsmoral, aber hilft mir natürlich auch wieder nicht weiter. So. Direkt an den Fluss sitzen, wäre auch ursprünglich so ein Plan gewesen. Doof, weil der ist so laut, dass man dann kein Piep mehr von dem versteht, was ich so sage. Also, lange Rede und dann endlich Sinn. Ich muss ein Stück auf den Berg hochsteigen und hoffe, dass ich da dann endlich meine Ruhe habe und Weihnachtsfeier feiern kann. So. Und da das jetzt also alles ein bisschen länger dauert als geplant und ich jetzt ein gutes Stück Fluss abgesucht habe, dachte ich mir, ich erkläre schon mal ein paar grundlegende Dinge. Und zwar, erstens, wo ist Frau? Ja, die hat Rotz, sowas in den Dreh, haben wir ja beide. Aber pünktlich zu den Feiertagen hat sie es jetzt nochmal besonders arg erwischt, sodass sie jetzt daheim mit der dicken Decke auf dem Sofa liegt und sich entschuldigen lässt. Das heißt, das klappt nicht. Ich habe gedacht, ich kann die Gelegenheit nutzen und noch einen blöden Witz zum fehlenden Ehering machen. Weil das wäre natürlich besonders lustig gewesen in Kombination mit ich hocke unter der Brücke und muss jetzt unter der Brücke wohnen. Ja, doof nur, jetzt habe ich keine Brücke. Damit ist auch der Witz mit dem fehlenden Ehering im Eimer. Ja, den habe ich schlicht verloren. Ist alles gut in der Ehe. Habe ihn beim Sport ausgezogen, für den Sport. Habe ihn in der Umkleide liegen lassen, so wie ich das immer getan habe. Habe ihn beim Zusammenpacken tatsächlich vergessen anzuziehen. Und als ich das nächste Mal zum Sport kam und dachte, ja, es sind ja alles ehrliche Leute, die werden keinen relativ günstigen Ehering klauen, also ohne Materialwert. Und ja, dummerweise
gibt es da halt auch Kinder. Und Kinder haben natürlich keine Ahnung, welcher Ehering nun Materialwert hat und welcher nicht. Und dachten sich vielleicht, was weiß ich, was Tolles gefunden zu haben. Das Ding war aus Titan. Titan ist jetzt nicht das billigste Metall aller Zeiten, ist aber als Schmuckmetall tatsächlich sehr, sehr günstig. Ja. Also das heißt, das Ding kannst du nicht verhökern, da kriegst du überhaupt nichts für. Vielleicht von einem Liebhaber 3,50 Euro. Das ist aber auch schon das höchste der Gefühle, aber egal, der ist jedenfalls weg. Und weil ich mich kenne und meine Frau mich auch kennt, haben wir natürlich mit gerechnet, dass der eines Tages weg ist. Und drum war es auch einfach nur ein Titanring. Aha! Ja, wohl überlegt, wohl überlegt. So. Ja, also das heißt, wir besorgen uns einfach neue. Frau ihrer passt auch nicht so richtig. Hat er mal, aber ja, das ist halt so mit den Ringen. Und das ist das Problem mit Titan. Im krassen Goldring kannst du weiten lassen, kannst du enger machen lassen und so weiter. Wissen wir alles. Beim Titanring geht das alles nicht. Das ist friss oder stirb oder kauf halt neue. Ja? Aber sowas ist wirklich, wirklich günstig. Und wir wollten gern Ehering haben, ja. Wir wollten aber nicht ein halbes Vermögen dafür hinblättern, einfach für so einen ollen symbolischen Gegenstand aus einem Metall, das nutzlos ist, wie Gold. Ja. Und drum war das für uns die bessere Entscheidung. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich irgendjemanden hier zur Schnecke machen möchte, der mit einem Goldring als Fingerfangeisen durch die Gegend läuft. Ja, das darf man selbstverständlich tun, nur für uns ist das eben keine Option. So, jetzt frage ich mich gerade, gefällt es mir hier schon? Ich gehe noch ein kleines Stückchen weiter. Ne? Aber ja, das einfach mal so zum allgemeinen Geschehen und alles Weitere dann am Punkt. Ich hoffe, das regnet dann nachher nicht allzu sehr, weil unter der Brücke hätte ich es trocken gehabt. Ne? Ja, dass es dahin geht, ist alles ein bisschen blöd, weil ich ja eingangs genau auf einer Brücke stand, die sogar ein Dach hat. Aber nee, ich gehe jetzt nicht zurück in den Keller. Also gut, wenn alle Stricke reißen, dann schon, aber gucken wir mal. Oh schön, ich habe eine Interzeptionswolke direkt auf dem Weg. Da kann ich mir, glaube ich, weiter hochsteigen sparen. Und da vorne kommt gleich eine Hütte. Und jetzt machen wir das einfach so, improvisiert. Wir nehmen die Hütte. Wir werden nicht allzu sehr nass, weil ich habe die Kamera zwar so in dem Mode, wie ich sie gerade durch die Gegend schleife, mit einem guten Ton ausgestattet, aber blöderweise ist sie dann nicht mehr ganz wasserdicht und ich im Übrigen auch nicht. Ne? Also ich glaube, Hütte ist tatsächlich eine gute Notlösung. Und ja, traditionell läuft ja bekanntermaßen an Weihnachten eh nichts nach Plan. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ja, bis auf Bescherung bei Mutter, die schon seit ich denken kann, ja, und auch bevor ich denken konnte, vermutlich ebenfalls bei Mutter stattgefunden hatte. Das ist die eine Konstante meines Lebens, was Heiligabend angeht. Und übrigens, es ist schon der 23. Ne? Ich drehe jetzt zum ersten Mal mal mein Weihnachtsspezial kurz vor Weihnachten. Ja, also tatsächlich schon, der Schnee ist leider wieder weg. Hier war alles schön weiß, alles zugeschneit, war alles da, nur, ja, wie gesagt, schon wieder weg. Und jetzt machen wir einfach das Beste drauf und machen da drüben dann in der Hütte gemütliche Weihnachtsfeier. Ne? Aber das ist ja ohnehin, das wisst ihr, ne? Komplettes Quatschvideo und dient keinem besonderen Zweck, außer einfach die Tradition der Weihnachtsfeier aufrechtzuerhalten. Hauswasserfall. Ja? Naja, okay, da fließt es nicht direkt am Haus vorbei, aber fast. Ja, und er hat natürlich auch nur dann Wasser, wenn stark geregnet hat. Aber das Tolle ist, weiter unten, wenn man jetzt hier dem Ablauf folgt, ja, und jetzt da drüben runterspringt, dann kommt da ein ganz großer Wasserfall, der da wunderbar über den Weg, da unten ist ein Weg, fließt. Und da kriegt man ganz wunderbar wassernasse Füße, wenn meine neuen hässlichen Schuhe nicht super wasserdicht werden. Haha! Ja, aber wenn wir schon da sind, da hätte ich gleich, Moment, haben wir da etwa einen Tropfen auf der Linse? Ja, haben wir. Moment, das kann ja nicht sein. Geh mal weg, Tropfen. So. Also. Da ist schon der nächste Tropfen. Mist. Aber jetzt.
hauseigene Granitschlucht mit Felsen wir hier haben. Toll, ne? Mit wahrscheinlich PNV-Kiefernwald, weil das da oben derart trocken ist und die Felsen derart exponiert, dass man sich vorstellen könnte, dass die Kiefer da tatsächlich natürlich vorkommt. Das kann ich nicht beweisen, weil ich will da oben nicht rumkraxeln, aber sobald ich jemanden finde, der für mich da oben rumkraxelt und mir von sämtlichen Pflänzchen eine Probe mitbringt, nein, das war jetzt keine Aufforderung. Ich guck mal, wie weit man da oben hinkommt. Ja, das ist, ich habe ja noch Zeit, ich wohne ja jetzt. Und das wäre auf jeden Fall ein spannendes Projekt, sich mal diesen Hang hier näher anzugucken und wo der pflanzensoziologisch einzuordnen wäre, ob das tatsächlich schon ein so trockener Hang ist, dass man da von einem natürlichen Kiefernvorkommen ausgehen kann oder ob es halt noch nicht reicht. Aber ich mag meinen Granitfelsen. Guckt mal, toll, nicht? Ist meiner. Ich bin der Einzige, der hier wohnt. Nein, stimmt nicht. Aber gefühlt ist es meiner. Neben meinem Vermieter, der tatsächlich wusste, was Wollsackverwitterung ist und zu diesen Felsen das eine oder andere sagen konnte, war ich sehr beeindruckt. Habe jetzt nicht klug geschissen und darauf hingewiesen, dass ich natürlich noch viel mehr darüber weiß. Nicht mit dem Vermieter anlegen. Aber, schaut mal, hier läuft schön das Wasser runter. Kann man hoffentlich sehen. Ah, toller Felsen. Jedenfalls, ich habe einen schönen Granitfelsen. Das ist übrigens auch eine historische Straße, auf der ich hier rumdackel. Die ist auch weit über 100 Jahre alt. War eine der ersten Straßen, die hier überhaupt durchs Tal gebaut worden sind. Und heute ist sie ein Fahrradweg, abgesehen davon, dass heute keine Fahrräder unterwegs sind. Und man hat allerdings schon Mühe gegeben, den Asphalt modernen Standards, sage ich jetzt mal, anzupassen. Und die ist eine Notumgehungsstraße. Wenn mal die Hauptstraße vom Tal gesperrt werden müsste, ist das tatsächlich der einzige andere Weg, um durchs Tal zu kommen. Weshalb man eben die alte Straße noch ein Stück weit pflegt. So, und da sind wir bei unserer Hütte angekommen. Ja, das ist jetzt halt der Ort. Das ist jetzt so. Ja, die steht zwar halber unter Wasser und ist vielleicht nicht die schönste Hütte, die die Welt je gesehen hat, muss uns aber reichen. Ich gehe auch zwischendurch mal noch vor die Hütte, damit ich besser zu sehen bin. Aber zumindest jetzt fürs gemütliche Hocken und Glühwein zubereiten ist das jetzt mal die Hütte, wo ich dann meine Weihnachtsdekoration hinhängen soll, weiß ich auch noch nicht genau. Ja, ich lasse mir was einfallen. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Ast, den man doch für diesen Zweck entfremden könnte. So, ich packe mal aus. Bis gleich. So, willkommen in meiner sehr weihnachtlichen Hütte mit überschwemmtem Boden. Ist echt gut, dass ich die wasserdichten Schuhe mitgenommen habe. Ich frage mich, wie lange die das unter diesen Bedingungen bleiben, aber ja, sollte ja eigentlich eine Weile halten. Nutzt sich ja nicht ab, solange ich nur drin sitze. Ja, ich habe hier ein bisschen Weihnachtsdekoration aufgehängt. Da müsst ihr mal ein bisschen näher kommen. Moment. Sehr festlich. Taschenmesser in Wand. Ich hoffe, Besitzer der Wand wird mir verzeihen. Es ist auch wirklich nur ein ganz kleines Loch. Hier mit diesem formschönen Stern aus Adventskalender 2020, da haben wir die gebastelt mit Frau. Hier ein kleines Christbaumkügelchen, da drüben noch ein Christbaumkügelchen. Meine beiden Holzbands, die ich inzwischen besitze, die ich letztes Jahr hoffentlich irgendwo aufgehängt habe, die müssen dieses Jahr leider fehlen, weil ich habe zu wenig Messer dabei. Und will auch nicht ganz viele Löcher in die Hüttenwand machen. Aber was wieder dabei ist, ist meine Miniaturkettensäge. Mit Soundeffekt und Licht. Ha, da wird es doch gleich weihnachtlich, ne? So, und ansonsten habe ich mir jetzt gedacht, wir machen jetzt Folgendes. Ich habe den guten Trangia dabei. Ich habe hier Frau Spezialglühwein von Frau. Also wenn ihr auch eine Frau habt, dann kann die auch Frau Spezialglühwein machen. Nee, extra das Etikett überklebt, damit da jetzt nicht irgendwie der Eindruck entsteht, man solle ausgerechnet diesen Wein verwenden. Hat sie gerade noch so fertiggestellt bekommen, bevor sie es aufs Sofa gehauen bzw. ins Bett gehauen hat.
Und ja, da habe ich jetzt Glück, das ist gerade eine Portion für mich, für einmal trinken. Das heißt, die Flasche ist bloß bis hier voll oder so. Und ja, so ungefähr. Und ja, den mache ich mir jetzt warm. Und der soll ja sehr, sehr, sehr gut sein, meinte. Und lass mir den schmecken, ne? Zum Wohl, es ist inzwischen auch, ja, 11:30 kann man auch mal Glühwein saufen. Ja, ich bin extra noch ein bisschen früher dran, wir brauchen noch ein Geschenk für Mutter. Sie kriegt eine Bratpfanne. Klingt, als wäre ich ein ganz furchtbar schlechter Sohn, aber Mutter hat verdammt nochmal eine Bratpfanne nötig. Die kocht noch mit der gleichen, also brät noch mit der gleichen Bratpfanne, die sie damals zu ihrer Ausbildung geschenkt bekommen hat oder sich gekauft hat vom ersten Gehalt. Das heißt, die Bratpfanne ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Jahre alt. Und ja, sie macht immer noch gute Pfannkuchen. Ne? Also, ne Mutter, falls du das mitkriegst, das mit den Pfannkuchen, das ist ein Argument. Das gebe ich zu. Aber du kriegst trotzdem eine neue Pfanne. Ja, Mutter hat kein Internet. Das heißt, sie hat keine Chance, das hier zu sehen, wenn ich es ihr nicht zeige. Daher kann ich das ruhig vorher verraten. Und wenn sie Internet, also sie hat schon Internet. Ja, sagen wir mal, es gibt da einen funktionierenden WLAN-Router. Nur kannst du damit nichts anfangen. Gut. Wir füllen mal Spiritus ein. Das war garantiert zu viel, aber scheißegal. Trangia-Kocher kennt ihr, ne? Dieser gute alte Brenner hier, Doppelwandsystem, heißt, man füllt in der Mitte Spiritus rein, der steigt in der hohlen Wand nach oben, dann befinden sich hier drumherum so ein Kreis von Düsen, die flammen dann schön hoch und man hat eigentlich eine sehr effiziente Angelegenheit. Ist eine wunderbare Art und Weise zu kochen. Viele Leute fragen mich, warum ist das nicht der beste Kocher aller Zeiten, warum nimmst du nicht für alles den Trangia? Das Ding ist sauschwer. Punkt. Ne? Das ist das einzige Argument. Das ist wirklich das einzige Argument. Und bei sehr niedrigen Temperaturen ist mit Spiritus kochen auch manchmal ein bisschen krampfig. Das dauert dann einfach sehr, sehr lange. Muss man dann schon wollen. So, ich muss mich ein kleines bisschen kurz fassen. Das nächste Problem, was wir zurzeit ja haben, ich hatte es mal angedeutet mit den Kommentaren, wir haben noch kein reguläres Internet, also kein stationäres Internet mit Kabel, sondern wir haben jetzt inzwischen von der magentafarbenen Firma, welche könnte das wohl sein, einen Internetstick, beziehungsweise so ein mobiles Modem, mobiler Router, wie auch immer man das nennen möchte, zur Verfügung gestellt bekommen, mit dem Erfolg, dass wir jetzt Internet haben und ich aber nicht weiß, ob das allzu schnell ist, und das ist dann so ein bisschen das Hindernis. Falls es nämlich nicht schnell genug sein sollte, dann muss ich mir noch einfallen lassen, wie ich das hier noch bis heute Nacht 24 Uhr hochgeladen bekomme, damit es auch ja schön pünktlich zum 24.12. dann auch da ist, und dann kann ich auch mental mit dem Adventskalender fürs Erste abschließen, weil da bin ich gar nicht so böse drum. Das ist nämlich Arbeit, und zwar viel. So, jetzt mal gucken, dass die Mütze noch sitzt. Gut. Also, so den Entzündungsprozess habe ich jetzt ein kleines bisschen beschleunigt, einfach damit das Ganze nicht zu lang wird. Nochmal, ich muss es ja noch hochgeladen bekommen. Und jetzt machen wir hier einmal, hoppala. Ja, da war schon ein bisschen Hitze. Lecker Glühwein. Uiuiuiui. Ja, wie gut, dass ich nicht Auto fahren muss. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ja, ich habe aber gefrühstückt. Sollte funktionieren. Und wenn ich dann nachher irgendwie dummes Zeug lalle, dann wisst ihr Bescheid, woran es gelegen hat. An zu viel Glühwein. Ne? Ja. So, während der heiß wird, ein paar Gedanken zum Jahresausklang. Ja, war, wisst ihr selber, scheiß Krieg, scheiß Inflation, beides nervig, haben wir alle mitbekommen. Ansonsten für mich persönlich tatsächlich ein gutes Jahr, ja. Muss ein bisschen gucken, das hatte ich ja beim letzten Kanal-Update schon so ein kleines bisschen erwähnt, dass ich einfach aufpasse, dass ich Work-Life-Balance technisch, ne, modernes Wort gab es früher nicht, da gab es nur Work. Aber trotzdem, mag ja ein modernes Phänomen sein, aber ich merke es schon, dass es Grenzen gibt,
dass ich hin und wieder mal einen Tag brauche, weil ich ja grundsätzlich, ich schaffe halt dann, wenn was zu tun ist. Ne? Ich mache Wochenende, wenn gerade nichts zu tun ist. Das ist also völlig unabhängig, selten am Wochenende, dass ich Wochenende mache. Ja, aber ja, ich muss einfach gucken, dass das in einem vernünftigen Verhältnis zueinander steht und dann klappt das auch. Und hat dieses Jahr, wie gesagt, hingehauen. Ich merke, dass ich jetzt ziemlich K.O. bin. Ich war noch K.O. im November rum. Da war dann, jetzt ist aber mal gut. Dann kam ja jetzt noch der Adventskalender, den ich noch gerne machen wollte. Das habe ich auch nicht allzu viel Stress hinbekommen. Da war natürlich jetzt noch zusätzlich der Umzug. Das hat uns jetzt auch beide nochmal ein wenig mehr gestresst. Aber wenn man jetzt das mal außen vor lässt und davon ausgeht, dass wir so bald jetzt nicht mehr umziehen, das wäre zumindest der Plan, dann ist es okay gewesen, absolut. Vom Arbeitspensum zum davon leben können reicht es auf jeden Fall, das passt. Also ungefähr so nächstes Jahr wieder. Wie die Videos laufen, das kann man natürlich immer nur so semi beeinflussen, aber ja. Ja, ich bin also wirklich sehr, sehr zufrieden so mit meinem persönlichen Jahr. Ah, verdammt es schon. Ja, der soll ja nur heiß werden. Ich habe übrigens mein gutes Weinglas dabei. Das ist aus Lexan, das kennt ihr vielleicht schon. Das verwende ich auch bei anderen Gelegenheiten hin und wieder. Ja, also Kunststoff. Kannst du nicht. Ja, du kannst es wahrscheinlich schon kaputt machen, aber jedenfalls nicht so, dass es dann splittert und schlimme Dinge passieren, sondern eben in einer fröhlichen Art und Weise auch eben im Outdoor-Einsatz verwenden. So, ja, ich glaube, ich muss den Glühwein runternehmen, sonst kocht der. Das sollte er nicht. Seht ihr? Den stelle ich jetzt einfach mal neben dran, damit der nicht zu sehr kocht. Dahinter kann ich schon nicht drüber stolpern. Ja, zum Wohl, ja, auf nächstes Jahr. Und ja, schöne Weihnachten wünsche ich euch. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung dieses Jahr, fürs mein Zeug gucken, insbesondere fürs Adventskalender gucken, wer durchgehalten hat. Das sind ja dann immer gar nicht so viele, die es tatsächlich zeitlich auch schaffen, den durchzuhalten. Trotzdem für mich auch eine lukrative Angelegenheit tatsächlich. Man verdient da ganz gut Geld mit. Oh, ja, Frau hat nicht übertrieben. Und der ist wirklich lecker. So wie ich ihn mag. Ich mag meinen Glühwein schon relativ süß. Jetzt auch nicht völlig süß, ne? aber schon relativ süß. Wenn ich einen richtigen Wein trinken möchte, in dem kein Zucker oder nur wenig Zucker drin ist und das meiste davon vergoren ist, dann trinke ich einen richtigen Wein. Bei dem Glühwein geht es darum ja nicht. Oh ja, der ist super. Also wie gesagt, herzlichen Dank für welchen auch immer Support, Unterstützung ihr mir dieses Jahr habt zukommen lassen. Sei das Videos angucken, sei das Patreon, sei das auf Führung mitgehen, sei das sogar Einzelführungen, waren ja auch einige dieses Jahr. Also vielen Dank und herzliche Grüße an alle, die mit mir im Wald waren. Also real life im Wald waren, ne? Möglicherweise auch mit Übernachtung. Dann wisst ihr wahrscheinlich, wovon ich spreche. Ne? Werdet ihr euch hoffentlich noch daran erinnern. Wenn nicht, schreibt mal eine Mail, dass ich meinen Job offensichtlich ganz miserabel gemacht habe. Oder lasst es sein, dann fühle ich mich besser. Nein, nee, wenn es zu meckern gäbe, dürft ihr selbstverständlich auch gerne meckern. Lecker, aber noch zu heiß. Ja, wie gesagt, Frau lässt sich entschuldigen, habe ich gesagt. Und das nächste, was bei mir jetzt ansteht, ist dann der Waldjahresrückblick. Also das nächste größere Projekt, vielleicht noch was Kleines zwischendurch. Man muss dann auch mal zu Seven vs. Wild noch ein paar abschließende Worte finden. Für diejenigen, die es interessiert. Ich bin momentan etwas ernüchtert, finde die letzten 3, 4, 5 Folgen ziemlich langweilig. Da ist halt nicht mehr viel passiert. Man kennt jetzt auch langsam die Insel. Weiter weg von ihren Plätzen kommen sie nicht. Dann finden sie da halt auch nichts Neues mehr. Die meisten tun ja auch ehrlich gesagt nicht allzu viel. Das ist zwar effizient und im Zweifel für ein Zweifelsszenario nicht falsch,
für den geneigten Zuschauer vielleicht nicht ganz so unterhaltsam, aber ja, die Aufrufzahlen stimmen ja immer noch. Die Community scheint glücklich zu sein, zumindest ein Großteil davon, wobei ein Großteil davon wahrscheinlich auch 14 oder ähnliches ist. Lecker. Ja, das hat es auch gut hinbekommen. Ich muss mal den Berg runterbrüllen, dass sie das gut gemacht hat. Wenn ich laut genug brülle und sie das Fenster offen hat, könnte sie mich vielleicht sogar hören. fein. Ja, aber wie gesagt, da muss ich noch irgendwie abschließende Worte finden. Ich bin auch noch so zwei, drei Sachinformationen schuldig. Die werde ich auch noch irgendwo anbringen. Machen wir alles wahrscheinlich zwischen den Jahren, beziehungsweise spätestens dann ganz, ganz Anfang nächsten Jahres. Aber überwiegend denke ich zwischen den Jahren. Bald Jahresrückblick meint, bald Zustandsberichte analysieren. Wie geht es uns dann bald? Was hat sich letztes Jahr bezüglich Waldgesundheit getan, soweit man das überhaupt im Jahrestonus sagen kann? Haben sich die Wälder eher von der Trockenheit erholt? Hat die zusätzliche Trockenheit dieses Jahr und ja, dieses Jahr war ja wieder sehr, sehr trocken, möglicherweise nochmal Schaden verursacht? Teilweise definitiv, mitunter aber weniger als zu befürchten gewesen wäre, das ist die gute Nachricht. Netto kann ich schon mal sagen, ja, mehr oder weniger unverändert, schlechte Situation. Wir brauchen mehr nasse Jahre. Das ist bisher der Herbst, ziemlich schön nass ist und auch hier heute ziemlich schön nass ist und ich in der Pfütze stehe, ist ein ausgezeichnetes Zeichen. Das füllt auch ein bisschen zumindest das Grundwasser wieder auf und ist dann auch definitiv zu etwas zu brauchen. Wie gesagt, ich wollte ja nicht allzu lang werden, das Video. Dann saufe ich jetzt noch ein bisschen Glühwein, finde dann noch ein paar Schlussworte und mache noch eine Großaufnahme von meiner Weihnachtsdekoration. Und dann marschieren wir langsam weiter und ich zeige euch noch zwei, drei Bilder aus der Umgebung. Bis gleich. Lecker. Ja, draußen ist schöner trinken. Ja, hat mir noch mal gut heiß gemacht. Das macht jetzt doch Spaß, ja. Außerdem, ich trinke ja nicht allein. Das macht ja bekanntlich nur ein Schwein. Ich habe ja noch ein paar, statistisch gesehen, so irgendwas 2.000, 3.000 Leute, die zumindest im Laufe des Tages noch mit mir trinken, ja, auch noch mit dabei. Ja, vielleicht 4. Im Laufe des Tages. Dann hinterher noch ein paar mehr. Meistens. Ja, aber ich kann es ja auch nachvollziehen, dass zum Beispiel dieses Video jetzt kein großer Hit ist. Es passiert ja auch nichts, außer dass ich Glühwein trinke. Zum Wohl. Hier unser Hangwald. Das ist übrigens so eine schöne Geroll-Murengang, der hier mal runtergekommen ist. Man hat ursprünglich dieses Ding hier, also diese Mulde, in der ich hier stehe, die wurde angelegt mit Hütte. Also Hütte hinterher, Hütte erst seit hier Fahrradweg, ist einfach als Ausweichplatz, weil die Original-Talstraße eben zu schmal gewesen ist, dass man da mit zwei nennenswert breiten Autos aneinander vorbeikommt. Und dann musste man halt zum nächsten Ausweichplatz fahren und den anderen vorbeilassen. Das war alles in einer Zeit, da ging das halt noch. Da gab es noch nicht so viel Verkehr, ne? Aber eben diese Buchten in den Hang rein zu buddeln, ohnehin diese Straße hier in den Hang rein zu sprengen, letztendlich, weil das ist ja kein natürlicher Weg, der hier im Hang ist. Wir sind hier eigentlich wirklich im Steilhang, das kann man da hinten erkennen. Ne? So hangig, beziehungsweise so steil sollte der Hang eigentlich sein. Und geht hier so steil eigentlich auch weiter. Das ist hier also eben, es ist rein baulichen Tätigkeiten geschuldet. Und dann ist es auch klar, dass so ein Eingriff in den Hang häufig die Stabilität des Hanges ein wenig stört. Weshalb wir hier nämlich erstens regelmäßig Wasser runterkommen haben, weil es jetzt die Hütte überflutet. Ja? Und zweitens natürlich auch Steinchen im Laufe der Zeit, der ein oder andere da schon runtergekracht sind. Und das werden vermutlich auch noch ein paar mehr werden im Laufe der Zeit. Aber das Ding ist ja ganz gut bewaldet, die Schlucht sozusagen. Und damit würde ich jetzt behaupten, das Risiko ist überschaubar, zumal da unten drunter nicht direkt jemand wohnt. Ich wohne ein paar Meter weiter da drüben, das heißt, die Steine gehen vorbei.
Man hätte dann halt keinen Strom mehr, weil Strommast. Ne? Und ja, und die Bahn kann nicht mehr fahren, weil Bahngleise auch da unten. Egal. Ihr seht, ich habe nichts Wichtiges mehr zu sagen, aber ich freue mich jetzt wirklich drauf, dass nicht mehr jeden Tag ein Video da sein muss. Ah, übrigens doch noch eine Kleinigkeit. Wer glaubt, ich habe am Tag vorher jeweils das entsprechende Video aufgenommen, um dann nachts um 12 am Computer zu hocken und auf Veröffentlichen zu drücken, und zwar immer pünktlich auf die Minute? Nein, habe ich nicht. Es gibt einen Auto-Upload bei YouTube. Da kannst du eine Zeit einstellen, zu der das also hochladen musst du es noch manuell. Aber wann es veröffentlicht werden soll, das kannst du eine Zeit einstellen und dann macht das YouTube für dich von alleine. Das heißt, meistens habe ich geschlafen, wenn das Video online kam. Ich gehe normalerweise so um 11 oder sowas schlafen. Also da muss ich die Lorbeeren leider wieder zurückgeben, die mir teilweise in den Kommentaren ausgesprochen worden sind. Das mit dem pünktlich um 12, jeden Tag pünktlich, das ist kein großes Hexenwerk, das macht der Computer, dass das pünktlich ist. Dass es jeden Tag bis um 12 fertig ist, das wiederum war ich. Also die Lorbeeren, die nehme ich. Ja, nächstes Jahr dann wieder, ne? Also, macht's gut, ich pack zusammen und ich glaube weitere, ach kommt. Wisst ihr, der Witz ist ja der, ich möchte eigentlich nicht im Internet groß rumposaunen, wo ich wohne, ja? Aber ich bin ja sowieso impressumspflichtig, das heißt, man kann ja eh meine Adresse lesen, weil ich rechtlich halt gezwungen bin, wenn ich keinen Firmensitz habe, und den habe ich nicht, meinen Wohnsitz quasi anzugeben als Adresse, wo man mich findet, der ich für meine Inhalte halt auch verantwortlich bin und auch sein möchte. Ich finde das auch fair, dass ich dann erreichbar bin. Ne? Und dementsprechend so ein großes Hexenwerk jetzt draus zu machen, wo ich wohne, ich muss es ja, wie gesagt, irgendwann dazu schreiben. Also dann könnt ihr hier jetzt halt nochmal ein bisschen gucken. Da hinten haben wir auch wieder unsere alte Fabrik, beziehungsweise hier den neuen Teil. Ja, also da wird auch noch gearbeitet. Und da drüben dann den historischen Teil, und ja, die ist quasi direkt neben dem Haus. Ne? Aber wunderschön, die Interzeptionswölkchen da hinten. Interzeptionswölkchen entstehen dann, das muss ich noch kurz erzählen, wenn die Baumkronen nass sind und der Regen quasi aus den Baumkronen heraus verdunstet, ohne am Boden angekommen zu sein, dann bilden sich in den Baumkronen sozusagen Sekundärwolken. Die steigen dann gerne ein bisschen hoch, werden ein bisschen weggedriftet. Und das sieht dann so ein bisschen aus, als würde der Wald qualmen. Und das nennt man eben Interzeption, diesen Prozess. Das Verdunsten aus der Baumkrone. Und die Wolke, die dabei entsteht, ist eine Interzeptionswolke. So. Bis nächstes Jahr. Oder ja, bis später, je nachdem, ne? Aber bis nach Weihnachten. Schöne Feiertage. Macht's gut. Erholt euch. Und wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird's auch wieder ruhiger.